Goalball, die etwas andere Sportart. Dieses Jahr trafen erneut vor der Europameisterschaft in Rostock internationale Mannschaften zum Goalball Nations Cup 2019 aufeinander. Vier Nationen, Japan, Tschechien, Finnland und Deutschland. Das deutsche Team trat dabei mit doppelter Besatzung an. Eine Aktivität zu haben, in der man sich unheimlich auspowern kann, indem man in einem Spiel 2x12 Minuten unheimlich fokussiert sein muss und absoluten Körpereinsatz braucht. Also ich bin hochgradig sehbehindert und das ist für mich so die einzige Sportart, die ich betreiben kann und die mich total ausfüllt, weil ich komme eigentlich aus dem Fußball und konnte dann aufgrund der Sehbehinderung keinen Fußball mehr ausüben. Für uns alle ist es mehr oder weniger auch zum Großteil zum Lebensmittelpunkt geworden. Weil wir ganz oft auch auf familiäre Dinge, private Dinge hinten anstellen, um halt unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. Sportliche Ziele erreichen, darum geht es auch. Goalball ist eine paralympische Sportart für Menschen mit einer Sehbehinderung. Damit Chancengleichheit besteht, bekommen alle Spieler vor dem Match lichtundurchlässige Brillen aufgesetzt. Diese werden sogar von den Referees, also von den Schiedsrichtern, ordentlich kontrolliert. Dadurch, dass du ja komplett blind bist auf dem Spielfeld, musst du dich auf deine Ohren verlassen können, musst dich auf deine Mannschaftskollegen verlassen können. Das ist eine Teamsportart. Wenn einer missbaut, dann leidet die ganze Mannschaft runter. Also du musst wirklich Hand in Hand mit deinen Mannschaftskollegen agieren. Teamgeist, darauf kommt es an. Über das ganze Spiel müssen sich die Athleten auf ihr Gehör und die Orientierung verlassen können. Der 1,25 Kilogramm schwere Ball ist von innen mit Glocken ausgestattet, sodass die Spieler im besten Fall immer genau hören können, aus welcher Richtung der Ball kommt. Ich, der in der Mitte spielt, muss meinen Außenspielern vertrauen können, dass sie mir auch mal den Arsch retten, wenn ich mich mal verhöre, um es ganz klar so zu sagen. Wirklich verhört hat sich das Team der ersten deutschen Mannschaft wohl nicht. Denn es sicherte sich den ersten Platz im Turnier, gefolgt von Finnland auf dem zweiten und Japan auf dem dritten Platz. Wir sind mit zwei Mannschaften hier angetreten, sodass jeder viel auch nochmal Wettkampfpraxis sammeln konnte, viele Einsatzminuten hatte und für unser Trainerteam, glaube ich, auch sehr viele Erkenntnisse rausgesprungen sind, um einfach dann bestmöglich bei der EM das Team einzustellen. Die Vorbereitung scheint sich gelohnt zu haben. Europameisterschaft, die nächste große Herausforderung, bei der erneut internationale Teams aufeinandertreffen werden.